Hallo, willkommen zu dem kleinen Ankündigungsvideo. Ein Hoch auf diese Ansage. Und zwar, um auf den Punkt zu kommen. Ich habe bisher immer über YouTube und Twitch gestreamt. Ja? Das wird nun ab sofort anders ablaufen. Und zwar werde ich ab sofort nur noch auf Twitch streamen, denn ich habe auf Twitch Affiliate aktiviert und deswegen geht es das auch nicht anders. Ich glaube, man kann nicht woanders streamen, ne? Zumindest nicht gleichzeitig auf jeden Fall. Aber ab sofort alle Streams in Zukunft nur noch auf Twitch. Ich habe den kompletten Kanal einmal ein bisschen aufpoliert. Vorher war das einfach nur ein ziemlich langweiliger Kanal mit einem scheiß verpixelten Bild, Banner oben. So. Das habe ich nun alles verändert. Es gibt inzwischen noch Alerts. Ich bin jetzt noch bei... Ich werde jetzt gleich frühstücken und danach werde ich nochmal für schnell meine... die letzten zwei Alerts machen. Oder besser, nicht die letzten, aber zwei weitere Alerts machen. Und zwar... fehlen noch diese Bits-Alert, ne? Also wenn du am Cheeren bist, so Leute, die Twitch kennen, wissen, was ich meine. Und irgendwas fehlt dann noch. Was war das? Ja, jedenfalls Subscriber und Follower-Alerts sind dabei, die es vorher auch nicht gegeben hat. So, die Hintergrundmotive, ne? Warum so ein bisschen? Ich habe ja vorher immer über YouTube und Twitch gestreamt, so. Über Restream, so. Und die Leute, die bei dem Pokémon-Stream dabei waren, beim letzten, bei Dunkelsturm, die haben vielleicht gemerkt, dass es da ein paar Probleme gab. Warum auch immer der Typ da auf einmal vier Videos hochgeladen hat. Ja, Restream hat irgendwelche Probleme gehabt. Ich konnte, also OBS konnte nicht da connecten und mir geht's gewaltig auf den Sack so langsam, dass ich da ständig den Connect verliere und dann wieder alles neu einstellen muss. Und wenn du YouTube und Twitch machst, kannst du dich nicht auf eine Seite konzentrieren. Deswegen, und... man muss einfach sagen, für Twitch, also für Streams ist Twitch einfach besser, ne? YouTube ist jetzt keine Streamseite, auch wenn ich natürlich YouTube hätte auch Mitglied aktivieren können. Aber Twitch hat einfach viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Sachen, die du personalisieren kannst und das feiere ich natürlich extrem hart. Du kannst da sehr viel machen, du kannst da jeden Scheiß einstellen, du kannst Abzeichen machen, wenn du jemanden subscribed, du kannst, wenn du jemanden Bits spendest, selbst wenn es nur ein Bit ist, kannst du ein Abzeichen, kannst du alle Abzeichen ändern, die dann bei den Namen auftauchen, du kannst eigene Emojis einbauen. Die Leute können die Emojis dann noch für andere bei anderen Streamern, glaube ich, benutzen, wenn sie mich, glaube ich, so gefollowt oder subscribed haben. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit Twitch selber noch nicht so ganz aus. Aber Twitch ist einfach angenehmer und gemütlicher. Ja, ihr wisst, was zu tun. Also, ihr wisst, was ihr machen könnt. Also, Follower auf Twitch zum Beispiel, um keinen Stream mehr zu verpassen. Ich fange auf Twitch dann sozusagen mehr oder weniger neu an, weil ich bin ja bei Twitch jetzt auch schon seit einigen Jahren, wo aber einige Jahre erstmal nichts passiert ist, weil ich ja erstmal nur auf YouTube, weil ich YouTube priorisiert habe. Und habe irgendwie an Twitch Gefallen gefunden. Ich habe damals auch gesagt, als so ganz alte YouTuber weggegangen sind oder auf Twitch gegangen sind, wie Emero oder so weiter, da war ich ein bisschen angepisst drüber. Aber mittlerweile, 10, 15 Jahre später, kannst du es dann so langsam nachvollziehen oder so, also warum sie das gemacht haben. Es ist nicht schlecht. Also, ihr könnt euch vorbei dran. Also, falls ihr meinen Kanal bereits kennt, der wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, der alte Link, weil ich habe den Namen geändert und deswegen funktioniert der alte Link nicht mehr. Unten in der Videobeschreibung ist der neue Link zu dem zu meinem Twitch-Kanal. Kann man sich auch ganz kurz mal anschauen. Habe ich hier auch... Ups, das ist Stream Elements, ne? Das müsst ihr nicht sehen. Das ist jetzt der neue Channel. Das Banner kann ich sogar noch ein bisschen ändern. Hier fehlt noch ein bisschen was, da kann ich noch ein bisschen was reinklatschen. Mal gucken, ob ich hier noch was reinklatsche oder da. Jedenfalls, das ist jetzt erstmal so der erste Banner, den ich immer so hingeklatscht habe. Es gibt, wie gesagt, dann auch alles mögliche. Hier ist der Chat, den man sich anschauen kann. Also, wenn ich online gehe, dann geht's halt hier blub los, ne? Das Bild muss ich auch nochmal verändern. Das ist auch noch das alte. Und ich habe jetzt angefangen, die ersten Panels zu machen. Es gibt, wird auch später noch mehr Panels geben. Da fällt mir noch ein bisschen was ein. Zum Beispiel YouTube-Donator, wie Flachzange zum Beispiel, müsste man noch hier noch verewigen, theoretisch. Ja. Man hört sich dann und sieht sich in Zukunft auf Twitch und ich fange dann auch schon mal an, ich werde das später gleich danach nochmal auf die YouTube-Community-Leiste packen, eine Ansage, ein Hinweis, was ich jetzt auch nochmal, wir können das gleich zelebrieren, ja, wir können gleich mal anfangen auf Twitch den ersten krassen Stream zu machen, indem ich sage, um 20 Uhr heute können wir dann Stunde 0 Contra die neue Generalsherausforderung, neuen General machen. Welcher General drankommt, wird dann bei Twitch per Umfrage, was ich dann nochmal gucken muss, wie ich das dann mache,
eingestellt. Es gibt zwei Generäle, GLA-Generäle, über die man sich wählen kann. Ich wollte ja damals Assault-General machen, habe ich vor langer Zeit gesagt. Und ja, des Weiteren wird man dann heute Abend dann sehen, um 20 Uhr circa. Macht's gut, Leute. Wenn ich einen neuen Stream mache auf Twitch, werde ich die nächste Zeit anfangen, die ersten Male euch darüber Bescheid zu geben, dass ich auf Twitch einen Stream mache, indem ich bei YouTube das kurz mal reinschreibe oder ein 10-Sekunden-Video mache, dass ich jetzt live bin. Das werde ich aber nicht für immer machen, Alter. Das ist nur die ersten Male und später dann, ja. Und auch nochmal ganz kurz gesagt, alle Streams, fast alle Streams, die ich auf Twitch mache, werden später archiviert auf YouTube. Also man kann dann alles nachschauen, wenn man nicht dabei war. Auf YouTube sind die ja dann ewig drin. Auf Twitch sind die ja erstmal nur zwei Wochen drin. Das kann man natürlich auch noch ändern, wenn man Partner ist, glaube ich. Dann ist es ein bisschen länger oder sowas. Und wenn ich PvP-Streams mache, wo ich dann auch krasse Musik, Copyright-geschützte Musik, Linkin Park und was weiß ich jetzt hier abspielen lasse, das ist jetzt die erste Band, die mir eingefallen ist, die wahrscheinlich Copyright-Infringement hervorrufen. Dass ich dann anfange, über meine eigene Argumentationskette gestolpert. Was wollte ich sagen? Da können die nicht auf YouTube hochgeladen werden, weil die dann weltweit gesperrt werden, wenn die Musik da ein bisschen zu heiß ist. Bei Twitch kann man live die Musik hören, aber hinterher, für die Leute, die es nicht wissen, sollte man den Stream dann nachschauen bei Twitch und ich sollte dort heiße Musik benutzt haben, werden dann die Stellen rot markiert bei der Leiste, bei der Zeitleiste. Ich werde schon ganz hibbelig langsam, ich freue mich schon langsam morgen heute auf den Stream, bin immer noch fett durchstarten, ich bin noch ein bisschen müde irgendwie, weil ich noch nicht gefrühstückt habe. Wir hören uns dann heute Abend um 20 Uhr in aller Frische. So, let's go.